Dieses Hin und Her reicht nicht. Es sollte schon schneller gehen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einige interessante Dinge erzählen. Ich weiß alles über Stöcke. Ja. Stöcke wachsen an den Bäumen. Sehr beeindruckend, nicht? Ich finde, dass es schön warm ist. Das kommt, weil das Feuer heiß ist. Ich habe Hunger. Ich auch. Welch Überraschung. Ich habe heute noch so gut wie nichts gegessen. Es waren nur 10 Pasteten, ein Lastwagen voll Chips, 30 Apfeltorten. Wow, das ist enorm. Ein Biskuitkuchen, 100 Leberwürstchen und die Orange. Haben Sie nicht vorhin gesagt, dass Sie auf Diät sind? Bin ich. Eine ganze Menge Sachen esse ich auch nicht. Wie Steine, Holz und Fernsehapparate. Also ich würde das garantiert auch niemals essen. Was? Sie ziehen auch diese Diät durch? Ich hab gar nicht gewusst, dass sie so populär ist. Was essen wir jetzt, Mrs. Elf? Käse und Zwiebelkuchen. Oh, danke. Danke vielmals. Das ist sehr lecker. Ja, richtig super. Wirklich gut. Was ist das? Das ist eine Eule. Die hat ja riesig große Augen. Wenn es gewünscht wird, erzähle ich euch recht bemerkenswerte Dinge über die Eulen. Ah. Ich werte das als ein Ja. Die Eule ist in Wahrheit ein Vogel. Sie hat große Augen, um Dinge gut sehen zu können. Es ist 6. Schlafenszeit. Oh. Ich lösche das Feuer aus. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, hm? Nanny Plum, lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Nanny! Ja, Eure Majestät. Ah, Nanny Plum. Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht, tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zu. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnom. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, ich bin noch nicht fertig, Eure Majestät. Wenn ich den Rücken kehre, kommt der Maulwurf zurück. Was? Dann müssen Sie bleiben, solange es dauert. Gut, gut. Die Vertreibung der Maulwürfe kostet jedoch sehr viel Energie. Das Kreuz ist ja auf unserer Wiese. Kann es sein, dass der Schatz da liegt? Das finden wir nur auf einem Weg raus. Auf zur Wiese! Halt! Wir brauchen da vielleicht einen Spaten. Piratenschätze sind oft in der Erde vergraben, tief unten. Das sind Fleur und Romy. Hallo allerseits. Hallo, meine Schätzchen. Ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Und das ist meine Freundin Polly. Setzt die Segel? Wir wollen einen versteckten Schatz finden. Wow! Aha, da ist ein Rätsel auf der Rückseite des Plans. Was sagt es denn? Rosen sind lang und der Himmel ist groß. Mische die beiden und dann grabe dort los. Das klingt verworren. Rosen sind lang. Und der Himmel ist groß.
Aber wie soll man sie mischen? Das kann man nicht. Es ist verrückt. Nicht verrückt, sondern ein Rätsel, mein Liebchen. Man muss es einfach nur entschlüsseln. Die Rosen sind rot und der Himmel ist blau. Misch die beiden zusammen und du hast violett. Er muss also unter der violetten Blume vergraben sein. Aha, sehr klug, fantastisch. Komm mit, Ben. Lass uns den Schatz gleich ausgraben. Ja, Elfen sind sehr gut im Graben. Und wir sind Elfen. Grab los, grab, grab los, grab, 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 grab. Grab los, grab, grab los, grab, grab. Oh, was ist das? Wieder eine Karte. Sehr richtig. Der Schatz lässt sich natürlich nicht nur durch einen Hinweis finden. Wieso nicht? Das würde doch keinen Spaß machen, meine kleine Meerjungfrau. Doch. Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her. Eins. Zwei. Drei. Es waren drei Puster. Das bedeutet 3 Uhr. Das versuche ich auch. 1. Das bedeutet 1 Uhr. Oh, und ist es jetzt wirklich 1 Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Weiter. Wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahnstolz kräht. So, kikeriki, schreit er los. Oh, das ist ja so wundervoll. Und wie schön es glänzt und funkelt. Es ist aus hauchdünnem Porzellan, Holly. Das bedeutet, es zerbricht sehr schnell. Du darfst es dir ansehen, aber nicht anfassen. Ja, Mami. Die Kanne ist wirklich wundervoll, absolut. Soll ich sie ein bisschen abstauben, Eure Majestät? Nein, Nanny Plum. Selbst Sie werden das Geschirr nicht anfassen. Ja, Eure Majestät. Gut. Tja, heute ist ein sehr schöner Tag. Wir sollten spazieren gehen, findet ihr nicht? Kann ich stattdessen hierbleiben und auf das Teegeschirr aufpassen? Tu das, Holly. Doch nur ansehen und nicht anfassen. Ja, Mami. Oh. Hallo, Nanny Plum. Hallo, Ben. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist sehr beschäftigt. Sie passt nämlich auf das neue Teegeschirr auf. Vielleicht kommt... Ben, ich will dir was Tolles zeigen. Ich komme. Sieh mal, Mamis neues Teegeschirr. Ist es nicht wunderschön, Ben? Ich glaube schon. Und niemand darf das Geschirr anfassen. Noch nicht einmal Nanny. Wieso nicht, hä? Weißt du, es ist wahnsinnig empfindlich. Was kann man dann damit machen? Na ja, man kann damit natürlich Teegesellschaften veranstalten. Wir dürfen es doch aber nicht anfassen. Nun halt die Tasse schon fest. Sie ist ja nicht schwer. Hier, sieh mal. Wie wünschen Sie Ihren Tee, Mr. Elf? Schwach oder stark? Holly, um Himmels Willen, du hast die Kanne zerbrochen. Oh nein, da wird Mami schrecklich traurig sein. Dabei durften wir sie doch gar nicht anfassen, nicht wahr?
Nein. Hallo, Mrs. Elf. Hallo, Prinzessin Holly. Darf Ben zum Spielen rauskommen? Es hört sich an, als käme er schon runter. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Lass uns heute mal Prinz und Prinzessin spielen. Ja, gern. Ich spiele die Prinzessin, weil ich ja sowieso schon eine Prinzessin bin. Und ich spiele den Prinzen? Ja, ich werde dich einfach in einen Prinzen verzaubern. Können wir denn nicht bloß so tun, als wäre ich ein Prinz? Nein, mit Zauberei geht es viel besser. Abrakasins wird ein Prinz. Oh, ich glaube, ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Wie schrecklich, ich verwechsle doch immer wieder den Zauber für Frösche und Prinzen. Ben, wenn du mich verstehen kannst, quake. Gut, ich werde schnell Hilfe holen. Warte hier. Di-di-da-da-da-dam-di-du. Di-di-da-da-dam-di-dam-di-du. Nanny Plum, komm schnell. Ich habe Ben in einen Frosch verwandelt. Oh, gut. Du vervollkommnest deine Zauberkünste. Nein, nein. Es ist ein Unfall gewesen. Ben ist nicht glücklich damit, ein Frosch zu sein. Frösche sind niemals glücklich. Kannst du mir bitte helfen, dass Ben wieder er selbst wird? Natürlich. Beruhige dich. Ich hol meinen Zauberstab und du wartest bei Ben. Danke. Pass auf, dass er nicht weghopst, ja? Frösche machen das. Oh nein, Ben ist weg. Nun werde ich Ben bestimmt nie mehr wiederfinden und er muss für immer ein Frosch bleiben. Zauberauto, fahr los! Also, die wichtigste Aufgabe für einen König ist das Winken. Es langweilt mich, aber so macht man es. Guckt mal, der König und Holly! Hallo! 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 Hallo. Das ist Prinzessin Holly! Hallo! Das macht Spaß! Ja, ein gutes Winken wirkt Wunder, wo wir auch hinkommen. Wohin fahren wir denn jetzt? Nanny Plum, welche Aufgabe erwartet mich denn heute als erstes? Ihr vollzieht die Taufe eines Elfenschiffes, Eure Majestät. Und wie wird so ein Schiff getauft? Gleich siehst du's. Prinzessin Holly und König Aurikel. Hurra! Hurra! Hier rein werde ich jetzt sprechen. Kompliment, liebe Elfen, für den Bau dieses Schiffes. Es macht einen guten Eindruck. Und ich bin sicher, ihr werdet daran viel Freude haben. Reife Leistung. Nun zerschlagen wir noch eine Flasche Feensekt mit Schwung am Schiffsrumpf, Holly. Oh, aber wo ist denn bloß der Sekt? Tut mir sehr leid, Eure Majestät. Wir hatten heute sehr viel zu tun. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Weiter geht's zu unserer nächsten Auslieferung. Mach's gut, Holly. Mach's gut. Ich erkläre das Schiff für getauft und wünsche allzeit gute Fahrt. Was tun wir denn als nächstes? Wir schütteln Hände und stellen Fragen. Hallo, was ist Ihre Aufgabe? Oh, ich hämmere Metallteile fest, Eure Majestät. Hallo, Holly. Ich helfe Mami beim Kuchenbacken. Oh, darf ich mithelfen? Feen sind im Kuchenbacken sehr gut. Aber sicher, Prinzessin Holly. Ihr könnt das Rühren übernehmen. Das mache ich am allerliebsten. Spritz und Sprotz den Teig mixen. Etwas mehr rühren und etwas weniger spritzen, spratzen und sprotzen, bitte. Spritz, Spratz, Sprotz, Sprutz. Holly, wie wäre es, wenn ihr rühren würdet? Ja, gern, Mrs. Elf. Ihr rührt sehr gut, Holly. Es könnte aber ein bisschen mehr spritzen. Als nächstes füllen wir die Masse in die Muffinform. Das
sieht lecker aus, stimmt's? Können wir jetzt schon einen davon haben? Tut mir leid, Ben. Zuerst müssen sie im Ofen gebacken werden. Und wenn wir sie mit Zauberei backen? Das sind Elfenkuchen. Die backt man ohne Zauberei. Mit Zauberei geht das aber viel schneller. Ich zeige es Ihnen. Nein, danke, Holly. Ihr müsst immer daran denken, Elfen zaubern nicht. Und wir sind Elfen. Und jetzt sind die Muffins fertig. Sie fangen doch gerade erst an zu backen. Wie wär's, wenn Holly ein kleines bisschen Zauberei dazu gibt? Ich halte es für eine bessere Idee, wenn ihr beide draußen spielt. Und ich euch rufe, wenn die Muffins fertig sind. Dann müssen wir wohl... Mir fällt doch bestimmt wie immer ein lustiges Spiel ein. Ich hab heute aber gar keine Lust, Spiele zu spielen. Ach, Unsinn. Du spielst doch gern. Das ist interessant. Das hatte ich gar nicht erwartet. Ah, hier steht ja Hustensaft drauf. Im Buch steht ein Rezept, das alle Arten von Krankheiten heilt. Egal, ob einfach oder nicht. Geschwollene Hände, Ohrenjucken, Haare auf den Zähnen, stinkende Nasen, Vollglatze. Ah, hier ist es ja, die einfache Erkältung. Und jetzt muss ich bloß noch die richtigen Inhaltsstoffe finden. Können wir dabei helfen, Nanny Plum? Natürlich. Nanny Plum, was ist in Ihrer Medizin denn alles drin? Oh, nur Brombeersaft, Zitrone und Zucker und noch ein paar andere Dinge. Nanny, welche anderen Dinge sind das? Mal sehen. Ein Tautropfen von einem Spinnennetz. Der Schleim von einer Schnecke. Und en rose de grenouille. Was ist das? Ein Froschrülzer. Das kannst du doch Daddy nicht wirklich zu trinken geben. Oh nein. Es wäre ziemlich bedauerlich, wenn jemand auf die Idee käme, das zu trinken. Das ist ein Mittel, womit man seine Füße einreiben kann. Kinder, zuerst brauchen wir einen Tautropfen von einem Spinnennetz. Da, ein Tautropfen. Halt, Holly. Es ist keine gute Idee, einfach vor der Spinne herumzufliegen. Warum nicht, Nanny? Das Flattern unserer Feenflügel gleicht einer Fliege. Und sie frisst schrecklich gern Fliegen. Sie frisst Fliegen? Hier ist das Zauberei, Nanny. Das ist kein Zauberei. Also ein Drachenei? Oh nein, sondern ein Vogelei. Hallo. Sag mal, was für ein Vogelei bist du denn? Ein Amselei. Ein Ei, das reden kann? Nein, das war ich, der weise alte Elf. Oh, hallo. Guten Tag, meine liebe Plum. Tja, ich wollte sagen, es ist ein Amselei. Und eine Babyamsel steckt drin. Woher wissen Sie das? Du hörst es drin klopfen. Versucht's. Oh, wie aufregend. Nanny, dürfen wir uns um das Ei kümmern? Nein, man sollte sich nie die Eier von wildlebenden Vögeln nehmen. Der Platz für ein Ei kann nur bei der Vogelmama sein. Weise Worte, meine liebe Plum. Aber die Vogelmama ist doch gar nicht hier. Dann wird man sie finden müssen. Ich weiß was. Gaston kann der Spur des Eis folgen und die Mama finden. Toll machst du das, Gaston. Gaston ist gut im Erschnuppern von Dingen. Ich fürchte, der Marienkäfer kann der Spur nicht durch das Wasser folgen. Dann werden wir die Vogelmama doch nicht finden. Was können wir denn tun, Nanny? Wäre die Vogelmama hier, dann würde sie ein Nest bauen und auf dem Ei sitzen, um es warm zu halten. Bitte darf ich darauf sitzen? Dein Podex ist zu klein dafür. Wir brauchen einen mächtigeren Podex. Hallo, seid mir gegrüßt. Hallo, König Aurikel. Daddy, kannst du uns bitte helfen?
Helfen wobei? Eure Majestät, würdet ihr euch auf das Ei setzen, bis wir ein neues Nest gebaut haben? Das wäre nett von euch. Warum nicht? Willkommen bei den diesjährigen Elfenspielen. Bitte denkt immer daran, wie die Elfenregeln lauten. Nur der Ehrliche gewinnt und auch... Vorsicht bitte. Die Feenprinzessin muss hier durch. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Aha. Guten Tag, liebe Nanny Plum. Hallo. Wir haben die Ehre, dass auch Feen unter uns weilen. Folglich möchte ich daran erinnern, dass jede Form von Zauberei strikt verboten ist. Und es darf unter keinen Umständen geflogen werden. Ich habe vollkommen recht gehabt, nicht? Das wird sicher absolut langweilig. Nun zu unserem ersten Wettbewerb, dem Rennen. Siehst du? Da ist Ben. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ben! Komm, lauf, Ben! Oh, Ben kann mich nicht hören. Moment, das haben wir gleich. Darf ich? Danke. Versuch es hiermit, Prinzessin Holly. Was ist? Weiter so, Ben! Lauf, Ben! Ach, ich habe äußerst sensible Ohren. Entschuldigung, weiser alter Elf! Der Sieger ist Barnaby! Ja! Schrecklich! Ben ist letzter geworden! Oh je! Elfen können ziemlich empfindlich auf so etwas reagieren. Wieso hast du denn so rumgeschrien? Ich wollte dir doch nur helfen zu gewinnen. Ich hätte gewonnen, aber deine Schreierei hat mich vom Rennen völlig abgelenkt. Entschuldige, Ben. Nicht ärgern. Heute beschäftigen wir uns mit den Grundfeenregeln. Regel 1. Feen müssen süß aussehen. Reizende Frisur. Ordentliche Kleidung. Die Haut wundervoll rein. Elfen und Marienkäfer müssen sich um so etwas natürlich keine Gedanken machen. Regel 2. Feen sollten nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Wer weiß warum? Weil sie ohne ja keine Zaubertricks machen können. Ja, Ben. Sie werden zum Zaubern benötigt. Eine Fee ohne ihren Zauberstab ist wie unsere Marienkäfer-Lady ohne ihre Punkte. Nanny, Gaston ist ein männlicher Marienkäfer. Sei's wie's sei. Die Hauptsache ist, Feen müssen stets auf ihren Zauberstab aufpassen. Ja, Nanny Plum. Regel 3. Wenn es windig ist, so wie heute, sollten sich Feen beim Fliegen vorsehen. Solange ich tief unten fliege, ist alles gut. Aber an windigen Tagen wie heute sollte niemand von euch über die Schlossmauern fliegen. Hier oben ist es sehr windig. Ja, Nanny Plum. Also, was haben wir gelernt? Feen sollten immer süß aussehen. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Feen dürfen bei starkem Wind nicht hochfliegen. Ja, sehr gut. Seht ihr? Selbst ich kriege Schwierigkeiten, wenn der Wind hier so... Oh, Nanny Plum ist weg. War das denn von ihr geplant? Nein, das glaube ich nicht. Nanny hat ja jetzt gar keinen Zauberstab. Und eine Fee ohne ihren Zauberstab ist genauso wie ein Marienkäfer ohne seine Punkte. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, weiser alter Elf. Der Weihnachtsmann ist dran. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Hallo? Hallo, weiser alter Elf. Werden denn auch die Puppen rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig? Ja, selbstverständlich. Wir schließen die Produktion der Puppen definitiv heute ab. Und kann ich mich auch darauf verlassen, dass Sie ein hübsches rotes Kleid anhaben? Ja, alle tragen ein entzückendes rotes Kleid. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ist das hier eine von den Puppen für den Weihnachtsmann? Ja, wir basteln hunderte davon und alle müssen heute fertig werden. Können wir uns ansehen, wie sie gemacht werden? Natürlich. Hier lang bitte. Uns bringt der Zug schnell dorthin. Oh!
Alles einsteigen. Erster Halt, Ebene 1, der Computerraum. Alle gut festhalten. Erste Ebene, der Computerraum. Das war lustig. Oh, mein Magen sieht das aber ganz anders. Tolle Fahrt, was? Und es wird noch viel besser beim nächsten Mal. Nächstes Mal? Was meinst du damit? Abwarten. Bitte mir zu folgen. Hier drin entscheiden wir darüber, wie unsere Spielzeuge aussehen. Macht ihr sie nicht, wie es euch gerade so einfällt? Oh nein, durchaus nicht. Es wird alles genau festgelegt, bis ins kleinste Detail. Nichts wird dem Zufall überlassen. Toll! Das klingt mir nach einem harten Stück Arbeit. Wir rühmen uns äußerster Gründlichkeit. Würdest du zulassen, dass wir uns die Hexe ansehen? Ja, warum nicht? Nanny Plum passt auf euch auf. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie abscheulich Hexen sind. Kommt, Kinder, brechen wir auf. Wiedersehen. Viel Spaß. Wiedersehen. Nanny, wie sind Hexen eigentlich so? Sind sie gruselig? Nein, nicht sehr gruselig. Hexen stinken nur ein bisschen. Und benutzen Hexen magische Kräfte für gemeine Zauber? Sie setzen fast nie Zauberei ein. Hexen sind als Zauberinnen nicht sehr gut. Da sind wir. Diese Hexe hat nie gezaubert. Nicht seit über 100 Jahren. Klopf, klopf! Wer ist da? Nanny. Welche Nanny? Nanny Plum. Oh, Nanny Plum. Kommen Sie bitte herein. Welche Freude! Eine echte Fee und ein Elf! Ja, das sind Prinzessin Holly und Ben Elf. Kommt näher, damit meine alten Augen euch etwas besser sehen können. Seht ihr, sie ist kein bisschen abstoßend. Riecht nur etwas streng. Was war das? Nichts anfassen, Kinder. Wieso dürfen wir das nicht? Weil alles dreckig ist. Was war das? Ach, nichts Besonderes. Ich wollte den Kindern nur mal kurz zeigen, wie eine echte Hexe lebt. Oh, verstehe. Wie wär's mit etwas Rattenmilch und warmem Kuchen? Nein, vielen Dank. Das ist sehr nett, aber wir haben gerade erst etwas gegessen. Sagen Sie bitte, dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen über das Leben als Hexe? Natürlich. Was ihr wollt, nur zu. Ich kann gar nichts erkennen. Versuch einfach, es ein bisschen zu drehen. Nein, auch dann funktioniert es nicht. Wieso lachst du, Ben? Es ist ein Scherzteleskop. Dadurch bekommst du einen schwarzen Ring um dein Auge. Das sieht wirklich lustig aus. Sieh nur. Was sollte denn dieser Unsinn? Heute ist Elfenjuckstag. Was ist ein Elfenjuckstag? Der schönste Tag im Jahr. An dem spielen sich alle Elfen untereinander Streiche. Das klingt lustig. Ist es auch. Möchtest du einen von meinen Sahnebonbons? Ja, bitte. Das war nicht lustig, Ben. Entschuldige. Hier, nimm diese Blume. Nein, danke. Ich habe genug von deinen blöden Streichen. Keine Sorge, Holly. Da springt dir nichts entgegen oder macht dein Gesicht dreckig. Versprochen? Ich versprech's. Das ist meine Wasserspritzblume. Finde ich gar nicht lustig. Doch, es ist lustig. Zip, zap, zupf. Kopf über in die Luft, verrückter Elf. Lass mich runter. Zeit für den Unterricht, Holly. Oh, hallo, Ben. Wieso hängst du kopfüber in der Luft? Hilfe! Hilfe! Prinzessin Holly, hast du den Unsinn angestellt? Ben ist selbst daran schuld. Immerzu hat er mir Streiche gespielt. Niemals darf man aus Ärger zaubern. Das kann sehr gefährlich sein. Tut mir leid, Nanny Plum. Holly,
Lass ihn sofort runter.